Eine leichte Brise, große weiße Wolken, blauer Himmel, das Rauschen der Wellen und Möwen im Hintergrund. Hier fühle ich mich am wohlsten. Verbunden mit meiner natürlichen Umgebung, mit scharfem Sinn, einem offenen, freien Geist und oft mit einer Kamera in der Hand. Gelassen und zufrieden ist das kleine Spielzeug, welches sich Kamera nennt, mein Tor zur Welt, mein Tor zur Natur. Manchmal scheint dieses Tor aber verschlossen zu sein. Stunde um Stunde sitze ich vor dem Bildschirm, verliere mich auf Instagram und fühle mich dort mit meiner Ansicht von Natur nicht aufgehoben. Draußen ist der Frühling noch nicht richtig erwacht. Es ist kalt und nass. Trotzdem schwinge ich mich auf mein Fahrrad und suche Zuflucht. Und siehe da, auch hier in Vorpommern erwacht die Natur. Die ersten Bäume blühen, aus Grau wird Weiß. So zieht Wald an mir vorbei. Aus Fichten werden Birken, aus Ästen werden Linien. Gesponnen vom Gedanke an Schönheit. Aber warum fotografiere ich überhaupt? Ist es der Wunsch nach Anerkennung, das rastlose, nicht endende Streben nach Likes und Followern? Wir alle suchen Anerkennung, Teilhabe und unseren Platz in dieser Welt. Doch haben wir diesen Platz nicht schon gefunden? Wenn ich im Wald stehe und die ersten grünen Blätter sehe, der Schwarzspecht über meinem Kopf ruft, denke ich nicht mehr an Konkurrenz, Einkommen und Selbstdarstellung. Vor mir schweben nur noch Buchenblätter, unbändig geschüttelt, von unterschiedlichen Liftdrücken. All diese kleinen Details, der Ausdruck des Lebens in seiner reinsten Form, ziehen mich magisch an. Nichts ist besser, als in den Fluss der Interaktion mit der Schönheit unserer Umgebung zu geraten. So ist die Kamera meine kleine Ausrede, mein Spielzeug, um als Erwachsener wieder Kind zu sein. Mit der Kamera fahre ich bei Sturm und Regen an den Strand, suche Biber und Reiher, erfreue mich an Rauchschwalben und bin verzaubert vom Gelb der Schlüsselblume. Staunend in die Welt zu schauen, dabei die eigenen Grenzen auszuloten und Geborgenheit spüren. Wind auf der Haut, Salz auf der Zunge, ein freier Geist und ein impulsives Verlangen, mich mit Natur zu verbinden. Ohne Kamera wäre ich sicherlich an diesem Tag im Mai zu Hause geblieben und hätte wahrscheinlich verpasst, wie kraftvoll und belebend Regen und Wind, Wasser und Kälte sein können. Welch innere Ruhe eintritt, wie stark und gesund sich mein Geist anfühlt. Wenn Mensch und Natur keine Gegensätze mehr sind.